Zuerst aber machen wir einen Abstecher ins Schloss Bellevue, den Amtssitz des Bundespräsidenten. Dort nämlich bekommt eine scheidende Justizministerin gleich ihre Entlassungsurkunde und eine designierte Justizministerin bekommt ihre Ernennungsurkunde. Auf Katharina Barley, die bekanntlich ins Europaparlament wechselt, folgt heute Christine Lambrecht, die derzeitige parlamentarische Staatssekretärin im Finanzministerium. Sie sehen hinter mir, liebe Zuschauer, schon das Live-Bild aus dem großen Saal im Schloss Bellevue. Das graue Pult des Bundespräsidenten ist bereits aufgestellt und jetzt wird es vermutlich nur noch wenige Sekunden dauern, bis sich die weiße Flügeltür öffnet, der Bundespräsident und die beiden Ministerinnen. Katharina Barley, die Ministerin sozusagen, die es nicht mehr lange sein wird, und Christine Lambrecht, die ab heute neue Bundesjustizministerin, auch für den Verbraucherschutz zuständig werden wird. Gerd-Joachim von Fallois steht zwar nicht im Schloss Bellevue, aber ganz in der Nähe und wird uns diese Bilder gleich ein bisschen kommentieren. Gerd-Joachim, Christine Lambrecht, so hört man zumindest, war auch für die SPD nicht unbedingt die erste Wahl. Trotzdem ist sie eine Frau vom Fach, muss man sagen. Auch wenn sie in den letzten Monaten im Finanzministerium gearbeitet hat, so ist sie doch eine studierte Volljuristin mit viel Erfahrung, oder? So ist es. Ich stehe hier im Deutschen Bundestag, denn da wird die neue Ministerin gleich um Punkt 9 Uhr vereidigt werden. Und ich schlage vor, wir schalten wieder rüber ins Schloss Bellevue und schauen uns schon mal dort den Saal an, denn das kann dann gleich schnell gehen, wenn die Tür aufgeht. Eine ist natürlich auch dabei, die haben Sie gerade vergessen in der Aufzählung, das ist die Bundeskanzlerin. Denn die Bundeskanzlerin benennt quasi die Ministerinnen und Minister ihres Kabinetts, zumindest in der Theorie. In der Praxis ist es in einer Koalitionsregierung ja so, dass natürlich die Bundeskanzlerin Rücksicht nehmen muss auf den Koalitionspartner, der seinerseits den Minister bestimmt, die er zu stellen hat. Das sind ja 6 Stück auf Seiten der SPD. Deswegen war von Anfang an klar, dass nach Katharina Barley, die ja als Spitzenkandidatin kandidiert hat für Europa und ab der nächsten Woche im Europäischen Parlament sitzt, dass also für Katharina Barley eine Frau nachkommen soll. Es liegt ein bisschen auch daran, dass Andrea Nahles hingeschmissen hat, dass es so lange gedauert hat. Das kann Angela Merkel eigentlich überhaupt nicht leiden. Seit 2005 ist sie jetzt deutsche Bundeskanzlerin und es hatte schon einige Wechsel in ihrem Kabinett gegeben. Zumeist hat sie das fast am gleichen Tag gelöst. Nach dem Rücktritt eines Ministers wurde eine neue Ministerin dann gleich ernannt. Das ging diesmal nicht. Katharina Barley hatte gesagt, dass sie am Sonntag der Europawahl ihren Posten hinlegt. Dann hat die Bundeskanzlerin sie gebeten, kommissarisch weiterzumachen und dann die Verwicklung an der Spitze der SPD. Und in der Tat war zu hören, dass Andrea Nahles natürlich als Partei- und Fraktionsvorsitzende daran gedacht hat, möglichst ihren eigenen Landesverband, nämlich Rheinland-Pfalz, zu bedenken. Katharina Barley kam aus Rheinland-Pfalz und Christine Lambrecht ist insofern eine Überraschung, als dass Christine Lambrecht ja Hessin ist. So, jetzt geht's los, der Bundespräsident. Liebe Frau Barley, nach fordernden 6 Jahren verlassen Sie Berlin in Richtung Straßburg und Brüssel. So viel können wir bereits heute absehen. Weniger fordernd wird es dort nicht werden, aber das dürfte Sie nicht schrecken. Denn wenn eines Ihre politische Arbeit der letzten Jahre gekennzeichnet hat, dann doch das. Sie werden gerufen, wenn es brennt. Sie scheuen keine Herausforderung und Sie lassen sich in die Pflicht nehmen, wo es notwendig ist. 2013 wurden Sie in den Bundestag gewählt. Kaum angekommen, wählte Ihre Fraktion Sie zur Justiziarin. Nur wenig später übernahmen Sie das Amt der Generalsekretärin Ihrer Partei und 2017 wurden Sie Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Nach der Regierungsbildung im Jahr 2018 wechselten Sie in das Amt der Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz. Ein Amt, auf das Sie durch Ihr Leben vor der Politik bestens vorbereitet waren. Durch eine rechtswissenschaftliche Promotion in Münster, Tätigkeiten in einer internationalen Kanzlei, im Rheinland-Pfälzischen Landtag, am Bundesverfassungsgericht als Richterin und im Landesjustizministerium. Katharina Barley, da wird niemand widersprechen, ist eine selbstbewusste Spitzenpolitikerin und erfahrene Juristin. Und so verwundert es nicht, dass viele in Rechtspflege und Justiz, aber auch in der Rechtspolitik ihre Ernennung zur Justizministerin mit Wohlwollen,
aber auch mit großen Erwartungen aufgenommen. Diese Erwartungen haben Sie erfüllt, und das habe ich immer wieder aus der Juristenzunft gehört. Sie haben wichtige Gesetze auf den Weg gebracht und rechtspolitische Debatten angestoßen, etwa und nur beispielsweise um das Sorgerecht. Dabei haben Sie immer wieder auch eigene Erfahrungen eingebracht. Andere wichtige Vorhaben waren die strafrechtliche Rehabilitierung von Homosexuellen oder das Mieterschutzgesetz. In Ihrer nur relativ kurzen Amtszeit haben Sie 14 Gesetzesvorhaben verwirklicht. Viele weitere, die Sie auf die Schiene gesetzt haben, werden von Ihrer Nachfolgerin weiterverfolgt werden müssen. Ihr Abschied wird von vielen in der Justiz bedauert. Die Interessen von Justiz und Rechtspflege, aber auch die des Verbraucherschutzes, waren bei Ihnen in guten Händen. Jetzt also Europa. Was für die deutsche Politik ein Verlust ist, wird für die europäische Integration eine Bereicherung sein. Sie waren schon immer eine Europäerin, nicht nur wegen Ihres britischen und rheinischen Migrationshintergrundes. Wer im Ausland studiert hat, sich wissenschaftlich, beruflich mit Europarecht und Politik befasst hat, wer in der Gegend von Trier lebt, eine Grenzregion mit tiefen römischen Wurzeln, der kennt den Wert des europäischen Einigungswerks, aber auch die Probleme Europas. In einer Zeit, in der neuer Nationalismus aufkeimt, antieuropäische Strömungen wachsen und unsere Demokratie angefochten ist, in dieser Zeit ist es besonders wichtig, dass überzeugte Europäerinnen und Demokraten wie Sie sich in den europäischen Institutionen engagieren. Repräsentation heißt auch, im Europäischen Parlament die Probleme und Interessen der Menschen in den Blick zu nehmen und in europäische Politik einzubringen. Das bedeutet aber auch, für die europäische Idee zu werben. Nur ein vereintes, demokratisches Europa kann in einer komplexen, von neuen Konflikten geprägten Welt das Versprechen von Frieden, Sicherheit und Wohlstand tatsächlich erfüllen. In Ihren verschiedenen Ämtern haben Sie mit großem Nachdruck dafür gearbeitet, die Kluft zwischen Politik und Bürgern, zwischen Regierenden und Regierten nicht größer werden zu lassen. Sie haben immer wieder betont, dass wir verständliche Sprache brauchen, aber auch Durchlässigkeit für die Fragen und Probleme, die die Menschen wirklich bewegen. Wenn ich eine Bitte äußern darf, nehmen Sie dieses Anliegen, nehmen Sie diesen Nachdruck mit nach Brüssel und Straßburg. Das kann Europa nur gut tun. Liebe Katharina Barley, ich bin mir sicher, Sie werden die neuen Herausforderungen angehen, ganz wie es Ihre Art ist, mit Mut und Elan, mit der richtigen Mischung aus Offenheit und Humor, Nachdenklichkeit und Selbstreflexion. Ich wünsche Ihnen für Ihre neue Arbeit Energie, Erfolg und langem Atem. Ich darf dazu die Urkunde verlesen. Im Namen der Bundesrepublik Deutschland entlasse ich die Bundesministerin Dr. Katharina Barley auf ihr Verlangen aus ihrem Amt als Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz. Für die dem deutschen Volke geleisteten treuen Dienste spreche ich hier Dank und Anerkennung aus. Der Bundespräsident, Unterschrift. Danke. Dankeschön. Einmal, glaube ich, zeigen wir es. Einmal zeigen. Genau. Liebe Frau Lambrecht, eines Ihrer Geburtstagsgeschenke in diesem Jahr werden Sie nicht vergessen. Ausgerechnet an Ihrem Geburtstag haben Sie erfahren, dass Sie die Nachfolgerin von Katharina Barley im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz werden sollen. Und sich, so habe ich gehört, haben Sie es genannt, nach diesem Gänsehautmoment gleich in die Arbeit gestürzt. Das Feld, was Sie nun als Ministerin bestellen, ist für Sie keine Terra incognita, ganz im Gegenteil. Sie sind Rechtsanwältin, haben sich im Deutschen Bundestag viele Jahre intensiv mit Rechtspolitik auseinandergesetzt, waren Mitglied im Rechtsausschuss und rechtspolitische Sprecherin Ihrer Fraktion. Das Amt der Justizministerin übernehmen Sie
in wahrlich herausfordernden Zeiten. Die Verteidigung des Rechtsstaates, nicht zuletzt der Kampf gegen rechten Terror, aber auch ein ausgewogenes Verhältnis von Freiheit und Sicherheit, all das sind Themen, die die Menschen in unserem Land bewegen. Unser demokratischer Rechtsstaat steht in der Verantwortung, auch diejenigen wirksam vor Beleidigungen, Bedrohungen und Verleumdungen und gewaltsamen Angriffen zu schützen, die sich tagtäglich für die Demokratie und ein gutes Miteinander in diesem Land engagieren, auch und gerade in der Kommunalpolitik. Hier muss der Rechtsstaat klare Grenzen ziehen, deutliche Zeichen setzen. Gemeinderäte, Kreisräte, Oberbürgermeister, Bürgermeister sind kein Freiwild und nicht der Fußabtreter der Frustrierten, weder im Internet noch auf den Straßen und Plätzen unserer Republik. Im Gegenteil, Zehntausende von ehrenamtlichen Mandatsträgern, Gemeinderatsmitgliedern, Stadtratsmitgliedern, Bürgermeistern sind das Fundament, auf dem das Gebäude unserer Demokratie politisch ruht. Sie verdienen Respekt und Anerkennung und wo nötig auch Schutz. Ich weiß, liebe Christine Lambrecht, wie sehr das auch Ihr Anliegen ist und es im neuen Amt bleiben wird, als Teil eines breiten und vielfältigen Aufgabenspektrums in Ihrem künftigen Ministerium. Aber Sie sind nicht nur erfahrene Rechtspolitikerin, sondern haben in vielen Positionen, zuletzt als parlamentarische Staatssekretärin im Finanzministerium, Verhandlungsgeschick und Führungsstärke gezeigt. Für Ihre neue, verantwortungsvolle Aufgabe wünsche ich Ihnen eine glückliche Hand und gutes Gelingen. Dankeschön. Ich darf die Ernennungsurkunde dazu vorlesen. Im Namen der Bundesrepublik Deutschland ernenne ich Frau Christine Lambrecht zur Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz Berlin den 27. Juni, der Bundespräsident und die Unterschrift. Ja, meine Damen und Herren, soweit also hier der Ämterwechsel. Der Bundespräsident hat die Entlassungs- und Ernennungsurkunden überreicht. Die Bundeskanzlerin freut sich. Ihr Kabinett, das Kabinett Merkel IV, ist wieder vollzählig. Und man muss sagen, das Bundesjustizministerium ist ja eines der klassischen Ressorts. Neben dem Finanzministerium hat es ja auch die Möglichkeit, Einspruch zu erheben gegen andere Ministerien, wenn es nämlich ums Recht geht. Und darum geht es heute auch hier gleich im Deutschen Bundestag.